Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy 12. Wir werden jetzt erstmal zurückgehen in die in den Luftschiff-Terminal. Wir werden mal schauen, ob wir dieses Weinrätsel nicht nur lösen, sondern überhaupt erst starten können. Eine gute Frage. Es ist eigentlich ganz witzig, ob man es jetzt macht oder nicht. Ist jetzt eigentlich am Ende egal, aber die Gil, die nimmt man halt einfach mal mit. So, Luftschiff Terminal. Da sind wir richtig. Also gut. Gibt halt auch keine Karte von dem Ding her, ne? So, Luftschiff Terminal. Wir müssen eigentlich hier drüben schauen. Hier muss irgendwo eine Flasche versteckt sein. Ja, wir haben eine. Okay. Das ist die erste. Jetzt können wir die natürlich verkaufen. Aber die kostet dann, wir bekommen 250 Gil dafür. Wenn wir unterwegs angesprochen werden, dann kriegen wir 1000. Das heißt, laufen weiter. Und zwar zu dem Waffenladen. Beim Schildladen, damit auf zum Waffenladen. Der ist da unten. Bin noch gespannt, ob wir da angesprochen werden. So, da unten. So, hier ist der Waffenladen. Und es müsste eigentlich dann im Waffenladen sein. Beziehungsweise, ah, diese scheiß Kameraansicht, ne? Waffen. So, hier ist der Waffenladen. Jetzt müssen wir, denke ich, dann in den Laden rein. Und zwar, oh ja, hier hinten. Genau. Mitnehmen. So, das nächste ist tatsächlich der Laden dort oben. Hier drinnen ist er auf der linken Seite. So. Diese Kamera an sich, ne? Das ist echt, aber hier muss sie irgendwo sein. Eigentlich hier wirklich auf der linken Seite. Ah, hier kommen wir auch. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Da ist eine Flasche hier drin. Nehmen wir auch mit. So, dann geht's zum Magiestübchen.
Das Magiestübchen ist da drüben. Okay. Bisher wurde ich nicht angesprochen, was eigentlich schade ist. Verkäuferin. Naja, dein Ding, ja, ja. Am Ende vom Tag müssten es dann 8 sein. Hier tatsächlich auch links, da steht sie schon. So, dann haben wir Techniken. Die sind dort unten. Der Technikladen. So quasi laufen wir jeden Laden ab. Ich mache es nach der Reihenfolge, so wie es auch in dem Lösungsweg steht. Aber normalerweise ist es wurscht. Hier soll die Flasche ganz hier oben sein. Und ich glaube sogar, dass in jedem Laden jemand ist. Mit dir, Verkäufer. Für 1000, ja, mal. Sehr schön. Die Decke dreht sich auf einmal. Meinen Augen tanzen bunte Chocobos. Okay, das haben wir natürlich jetzt ein bisschen blöd gemacht. Aber wir hätten ja in jedem Laden dann den verkaufen können. Können wir jetzt noch nachholen? Also im Laden selber sind dann auch noch Leute. Und dann kriegt man 1000 dafür. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir laufen jetzt nochmal ab, ist ja kein großes Problem. Weil 1000 gilt immer noch mehr als 250. Und wir kriegen dann 8000 Gil, ne? So, hier tun wir auch mal fragen. Ich weiß noch nicht, wie wir da ansprechen sollen. Mit dir? Genau. Ja, die Mine stillgelegt, stimmt. Behemoth-Schnitzel. Aha. Wahrscheinlich eher hier. Oh ja. Kommt kaum welche. 1000, klar, kriegst du. Ein wundervoller Tag. Der weckt sogar Tote, ja. Ist auf jeden Fall mal was ganz was anderes. Also, dann wollen wir hier noch reingehen. Minenarbeiter. Er hier vielleicht? Nein. Bla bla bla. Bla bla bla. Minen. Doch hier oben schauen. Wir reden einfach alle an.
Kriegen wir das mir schon hin mit ihm hier? Fremdenführer. Ja, wir sind es wieder. Wer sonst? Ah, wird ja aber tropfen. Klar, verkaufen wir ihn für 1000 Gil. Das soll ich mir echt übelst reinhauen. Legt sich hin und schläft. Okay. So, wenn man natürlich weiß, dass man im Laden selber das Zeug auch verkaufen kann, dann muss man nicht doppelt laufen. Ihr wisst es jetzt. Ich weiß es jetzt auch. Und hier. Das muss ja hier unten sein. Der hier? Nee, der ist es nicht. Noch irgendwo jemanden hier oben. Ja, wir sprechen alle an. Der Fremdenführer wird es wohl nicht sein. Sie vielleicht? Ah, okay. Ein kräftiger Schluck belebt jedes Gemüt. Ja, genau. Das Zeug scheint wirklich übelst reinzuhauen. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch zum Ding zurück. Zum Terminal. Und da müssen wir die anderen drei Läden noch machen. Das sind ja 8 Läden insgesamt. Und wir haben den Wein von hier unten und einen von den Typen hier auf Anhieb. Der Blechbüchse, die so streng durch ihr Visier guckt, gebe ich ausnahmsweise auch mal was ab. Na dann. Ah, sehr cool. Ja, wohl nur zu würzig für die versnobten Achianer. Gibt es hier ein Taxi? Da scheint es nur in Rabanasse zu geben. Also gut, da müssen wir halt laufen. Was haben wir noch vor uns? Gambit-Handlung. Und ja, das heißt, wir gehen zu der Gambit-Handlung dort runter. Da fahren wir mal gerade aus. Kartenhändler, was für Karten hast denn du? Ah, Bujaba ist cool. Natürlich. Und Lusumin nehmen wir auch mit. Hätten wir schon viel früher machen sollen. Und jetzt geht's zu der Gambit-Handlung dort runter. Da müssen wir mal gucken. Die scheint auch hier oben zu sein. Oder doch hier unten. Das
Scheiß Kamera, ne? Wo war denn die gewesen? Da. So, da haben wir die Flasche. Und gegenüber haben wir dann er hier, ne? Genau. Rein damit. Hau mal einen Schluck rein. Die fliegen dann alle irgendwie auf dem Boden rum, ne? Das Zeug verbrennt meine Speiseröhre. Puh. Also gut. Dann geht's in die Taverne zurück. So. Wenn es irgendwo Flaschen gibt, dann natürlich in der Taverne. Dann müssen wir hier rein. Rein. Jetzt stehen hier alle draußen rum. So, die nehmen wir uns vom Tisch. Und hier drüben was? Mops? Ja, muss ich nachher mal schauen. Er hier, oder? Irgendjemand hier drüben braucht es doch. Mit der Mokri. Kellnerin. Was haben wir hier? Ah, na also. Tausender, klar. So, der singt jetzt lustige Lieder. Okay. Und zu guter Letzt die Residenz. Okay. Und dem los. Ah. Sehr geil. Da ganz runter. Ah, die Residenz der Strüß. Da muss man auf jeden Fall mal gucken. Natürlich auch alles eigentlich auf der Karte eingezeichnet. Problem ist nur, es ist jetzt nicht so toll gemacht. Da ist er doch. Den nehmen wir. Und ja, wahrscheinlich nicht, ne? Aha. Geht's jetzt weiter? Es gibt jetzt nicht so viele Leute hier drin, ne? Vielleicht draußen vor der Tür. Könnte ja sein.
muss schon irgendwie hier drin sein. Also gibt es hier noch einen anderen Weg. Eine Tür. So wie es aussieht. Sitzen da nur die. Okay. Das ist jetzt komisch. Es gibt nur die zwei Leute hier drin, ne? Durchsuchen. Gibt es ja nicht irgendwo mal eine Treppe, eine Leiter hoch? Na ja gut, dann behalten wir den halt einfach. Wenn es da. Naja, wie auch immer. Tut mir mal, Leute. Mit dir? Ja, keine Ahnung, wo der dann hier drin sein soll. Und dann noch irgendwie aus rumlaufen. Ach so. Oh. Okay. Ich habe doch drinnen schon eine genommen gehabt. Inventar. Schätze. Dann habe ich zwei Stück noch. Da stehen noch. Ach so, ist der insgesamt 14. In der Stadt versteckt. Ja gut, wenn ich nichts kaufen will, dann behalten wir ihn halt selber, ne? So, die anderen Flaschen. Die suche ich jetzt nicht. Das reichen die, für die wir Geld gekriegt haben. Das sage ich jetzt so. Und wir wollen wieder zum Terminal. So, ja, das war und vom Terminal aus. Mal schauen, wohin die Reise geht. Ich denke mal in die Ostwüste. Da habe ich noch was zu erledigen. Eine Nebenquest. So. Sehr cool. So, also gut. Dann machen wir im nächsten Teil weiter. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut.